Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Gemeinderade. Ja, wie ihr seht, bin ich noch nicht am Grubben. Ich habe hier offline, hatten wir am Livestream, in der letzten Livestream-Folge, sag ich mal, hier Stroh gepresst und abtransportiert, hatten wir angefangen. Und den Rest habe ich offline jetzt fertig gemacht. Das habe ich gesehen, auf dem 9. muss nochmal einmal kalt gestreut werden. Das mache ich jetzt nochmal. Ne? Also auch nochmal ein bisschen Geld, was jetzt wieder rausgeht, sag ich mal. Mal. Ich habe kein Kalk mehr auf Lager. Ich glaube nicht. Ich kann noch mal gucken, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwie Kalk noch mal. Ich glaube nicht, dass ich noch Kalk auf Lager hatte. Ich weiß es nicht mehr, ganz ehrlich. Müsste ich jetzt. Ja, gut, ich glaube, ihr habt das eben schon gesehen. Ja, ich habe natürlich den Zergion schon gemietet, ne? Da steht er. Aber wie gesagt, den ist mir aufgefallen erst. Meinst du, muss noch kalt drauf? Ne. Das ist unser bisschen Saatgut, was wir noch haben, und das ist ein bisschen Dünger, was wir noch haben. Ne, das heißt, wir müssen kaufen dann. Dann ist das halt so, dann müssen wir das halt jetzt einmal ein, zweimal kaufen fahren. Ich glaube, Kalk war der erste hier vorne. Ich glaube, das hätten wir einen Dünger am Saatgut. Jo, Kalk. €2000. Ah, je. Ja, ich sag mal, wenn wir nachher das erste weg haben, hier Raps und Hafer, gestern hatten wir jetzt auch noch ein bisschen, wenn wir das verkauft haben, dann sind dann nachher, werden wir noch mal ein bisschen und Saatgut und so auf Lager holen, ne? Also ich bin ja eh so ein größerer Fan, dass man das auf Lager hat, dann braucht man nicht ständig was einkaufen. Gerade was das angeht. Da hat man das immer ein bisschen liegen. Man kann das gleich aufladen dann. Aber in der nächsten Folge geht es ja mit den Serien auf jeden Fall los. Mit der 3000er Serie. Da freue ich mich auch schon drauf.
Gut, ich hätte natürlich erst da hinten im Feld 28 grubbeln können, aber nö, so kann ich gleich beide machen und muss nicht erst noch oder erst 28 grubbeln, denn hier muss ich noch wieder anfangen Kalk zu streuen, damit ich dann erst grubbeln kann. So kann ich gleich beide machen in einem Schritt. Können wir hier natürlich auch gleich dann danach ansehen. Hier kommt ja der Raps rein für die nächste Saison. Und dann können wir auch so langsam anfangen, den Weizen als Gerste. Ich weiß jetzt gar nicht, was da unsere Rapsfelder waren, was da jetzt reinkommt. Und ich glaube, Gerste kommt da rein. Da können wir mit Gerste nämlich schon aussehen und das andere war, glaube ich, Weizen. Der kommt nun bei den Sojabohnen oder es war umgedreht. Der muss noch ein bisschen warten, bis unsere Sojabohnen fertig sind. Wir gehen können. Oder wir können jetzt im Frühjahr aussehen. Das muss ich dann noch erstmal gucken, wie das klappt mit dem Ernten der Sojabohnen und der Sonnenblumen. Wir können ja auch noch mal gucken, wie ich das geplant hatte. So, da wo die Sonnenblumen waren, kommt der Weizen. Gut. Da wo der Raps jetzt war, kommt die Gerste, da wo die Sojabohnen sind, kommen Sonnenblumen rein. Und da wo der Hafer war, soll der Rapsen jetzt rein. Also das heißt, hier auf der 19 und auf der 28 kommen dann ja unser Laps rein. Auf der 6 und auf der 10 kommt dann die Gerste und auf die 1 und die 23 kommt der Weizen. Und auf der 42 und 48 kommen dann unsere Sonnenblumen fürs nächste Jahr, die wir natürlich erst auch im Frühjahr ansehen können. Und dann habe ich noch schon mal eine Fruchtfolge für das nächste Jahr, also das übernächste Jahr sozusagen jetzt einfallen lassen. Ich wollte gerne noch einmal Dings machen. Ist das schnell. Ich wollte gerne noch einmal Zuckerrüben auf der 42 und 48 machen. Das wäre eigentlich auch nicht so verkehrt. Auftanken wieder für 22.000 Liter, 22.022 Liter. Das ist dann gar nichts, ne? Ja, gut, da geht unser Geld wieder ein bisschen flirten. Ich hoffe mal, dass unser Saatgut noch reicht für diese Saison. Und Dünger müsste eventuell auch noch reichen. Sollte noch reichen für diese Saison. Na gut, ich weiß nicht, ob das wirklich alles reicht. Einmal düngen werden wir auf jeden Fall mit was schon mit Mist.
werden wir dann auf die 6 schon mal aufbringen. Und mal gucken, wie es reicht, vielleicht dann nochmal auf die 10 auch nochmal. Ich habe schon ein bisschen wieder was drin, 135.000 Liter oder so war das, was ich da gesehen hatte. Und ja. Das muss auch wieder weg, ne? Gut, wenn ich Geld bräuchte, BGA, ne? Könnte auf jeden Fall hier ein bisschen angeschmissen werden, sag ich mal. Da haben wir ja noch, ich weiß es gar nicht, ich glaube, eine halbe Million, glaube ich, auf jeden Fall da, ne? 500.000 Liter, glaube ich, waren das schon. Die wir da liegen haben. Die kann ich eigentlich auch verkäufen wieder. Oder ne, in die Dings reinwerfen. Wird auf jeden Fall auch ein bisschen Geld noch wieder reinkommen. Ich glaube, das werde ich auch machen müssen. Aber wenn, dann mache ich das wohl erst, wenn wir soweit fertig sind mit Ansehen und sowas alles. Und die Feldarbeit soweit erledigt ist. Gut. Oh. Bin ich gedacht, dass wir das jetzt auch schaffen in dieser Folge. Aber wir haben es geschafft. Dann können wir ja, und dann fahren wir jetzt schnell mit dem Cerion hoch. Da ist er. Da ist er. Machen wir mal rund die Rundumleuchte an. So, dann düsen wir mal noch ganz schnell zum Feld hoch. Und dann machen wir nächste Folge weiter mit Groben. Natürlich hatte ich den schönen Schwarz wieder genommen, ne? Gefällt mir natürlich, wie gesagt, persönlich am besten, aber das, wie gesagt, das muss auch jeder wissen, wie er seine Maschinen lackiert und so, ne? Ja, hier sind wir auf dem verdorrten Feld angekommen. Ist nicht schön. Aber machen kann ich dabei auch nichts. Gut, hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich werde dann jetzt erstmal den Jesse B nach Hause bringen. Und dann werde ich, ja, werden wir hier weitermachen. Gut, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, gerne auch ein Abo, würde ich mich riesig drüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.